Natürlich fehlst du mir, Liebling. Das ist der verlassenste Platz auf Erden. Das Aufregendste, was je passiert, ist, dass es mal nicht regnet. Tut mir leid, Liebling. Hier kommt gerade Arbeit. Was zum Teufel ist das? Komm mal her, Pete. Wir haben hier einen dicken alten Asteroiden auf direkten 3 Wochen Kollisionskurs mit der Erde. Asteroid wurde Attila genannt, nach dem großen Hunnenkönig, der kurz vor dem Fall des Römischen Reiches Europa verwüstet hat. Attila wurde zuerst von einer Beobachtungsstation auf Borneo gesichtet. NASA-Quellen verlauten, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes mit der Erde 99% beträgt. 5, 4, Zündung, 2, 1... Das Shuttle ist gestartet. Für eine solche Mission wurde das Shuttle nicht entwickelt, aber wie Commander Boston Low gestern Abend in einer Pressekonferenz sagte: Wenn das Shuttle die letzte Hoffnung der Menschheit ist, dann wird es den Job übernehmen müssen. Boston! Nur die Ruhe, Herrschaften. Lassen Sie mich das Landungsteam vorstellen. Ludger Brink ist ein bekannter Geologe. Er wird die Daten auswerten, um die exakte Position der Sprengsätze zu ermitteln. Wir müssen sehr präzise vorgehen. Wir wollen Attila ja nicht in 1000 Teile sprengen. Denn wenn wir das tun, werden einige Teile mit Sicherheit die Erde treffen, mit schrecklichen Folgen. Und Maggie Robbins muss ich Ihnen wohl nicht mehr vorstellen. Sie ist vermutlich die bekannteste Journalistin der Welt. Maggie, Sie haben einmal gesagt, dass Sie sich niemals irgendeiner Zensur fügen würden. Jetzt stehen Sie unter dem Kommando der NASA. Miss Robbins' Berufung ist und bleibt der Journalismus. Aber auf dieser Mission... Ich glaube, dass ich die Frage auch selber beantworten kann, Commander Low. Danny, ich bin für diese Mission ausgebildet worden, um bei der Befestigung der Sprengladungen zu helfen. Wenn ich zurückkomme, bin ich wieder Reporter und werde Ihnen alles darüber berichten. Aber während der Mission bin ich Teil der Mannschaft und werde Commander Low Gehorsam leisten wie jeder gute Soldat. Das könnte die größte Story von allen werden. Maggie Robbins leistet Gehorsam. Aus ihren Lebensläufen geht hervor, dass Professor Brink außerdem ein angesehener Archäologe ist. Und Maggie ist bekannt für ihre Begabung, fremde Sprachen zu lernen. Ist das reiner Zufall? Nein, überhaupt nicht. Wir wollten für diese Mission nur die Besten haben. Dr. Brink und Mrs. Robbins haben keine engen Spezialgebiete. Beide haben ein breites Wissen, sind hochgebildet und kreative Denker. Gilt das auch für Sie, Commander Low? Mein Job ist es, alle lebendig nach Hause zu bringen. Ich muss nicht brillant sein, ich muss nur vorsichtig sein. Die anderen beiden Crewmitglieder werden im Shuttle bleiben. Ken Borden ist unser erfahrenster Shuttle-Pilot. Cora Miles ist die Spezialistin für unsere Ladung. Wie Sie wissen, ist sie Kandidatin für den Kongress. Aber wir dachten, die Erde zu retten ist wichtiger als ihre Wahlkampagne. Außerdem ist es billiger. Zum Abschied noch eine Nachricht für die Leute auf der Erde? Wir haben genau eine Chance. Wir müssen es richtig machen. Mögen all Ihre Gebete mit uns sein. Hier, kommt her, Leute. Das Wasser ist ganz warm. Robbins hier. Gehe auf Selbstversorgung.
wundervollen Welt des Alls. Fliegen Sie nicht irgendwo gegen. Ich pass schon auf, Commander. Denk hier. Gehe auf Selbstversorgung. Wie läuft's, Brink? Willkommen an dem Ort, wo sich Geologie und Astronomie treffen. Ein Professor sagte mir mal, Astronomen sind Geologen mit sauberen Händen und schiefem Blick. Werden Sie ihn damit irgendwo zitieren, Robbins? Im Moment bin ich nur Teil des Landungsteams, Commander Lowe. So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt. Und zwar spielen wir das Point-and-Click-Adventure The Dick, quasi ein Let's Retro. Und ja, ihr habt es vielleicht eben schon gelesen, es stand dort auch nach einer Idee von Steven Spielberg. Und das ist auch so, es war ein Drehbuch damals, was von Steven Spielberg verfasst wurde, zusammen mit Lucas Arts. Allerdings ist nie ein Film draus geworden. Zu der Stätten hat man ein Spiel daraus gemacht und das hier ist jetzt dieses Spiel. Es ist schon ein bisschen älter, wie man sieht, aber das tut dem Ganzen null Abbruch, denn es ist eine riesig geile Story. Es ist, ich sag mal, eine riesige geile Atmosphäre. Und genau deswegen habe ich mir das Spiel auch ausgesucht und es tut eigentlich auch nicht groß was zur Sache, dass es schon so alt ist, denn es steht den alten Spiel oder den neuen Point-and-Click-Adventures in nichts nach, in keinster Weise. So, wir spielen im Moment Commander Boston Low, quasi der Hauptprotagonist, der Bruce Willis dieser Mission. Dann haben wir noch einen Wissenschaftler und eine Reporterin, das ist eigentlich so die Standard-Zusammenstellung eines solchen Expeditionsteams, wie man es in jedem Film kennt. Wir haben hier eine Werkzeugkiste. Und wir können auch mit den beiden reden, aber das brauchen wir momentan nicht. Kurze Info noch am Rande, ich habe dieses Spiel schon mal gespielt, allerdings ist das sehr, sehr lange her. Also ich weiß auch nicht mehr alles, ich weiß ungefähr hier noch den Anfang und dann wird es auch wahrscheinlich schon so, dass ich es blind spiele, weil ich es, wie gesagt, nicht mehr so ganz im Kopf habe. So, wir können mal hier hingehen. Das ist das Schwein. Frachtspezialistin Miles kann es mit dem ferngesteuerten Arm abkoppeln. Ah, okay. Also das brauchen wir nämlich gleich, weil hier ist nämlich auch der Asteroid, den wir gleich untersuchen müssen. Denn wie wir gehört haben, droht er auf die Erde zu stürzen. Und das gute alte Space Shuttle ist hier auch noch am Start. So, wir haben hier unten I. Hier können wir so unser Inventar schauen. Da haben wir einmal das Pan Ultimate. Das ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, genau, unser Kommunikationsgerät. Hier können wir, ja, das macht sehr viel Sinn. Jetzt Brink und Maggie, die sind direkt neben uns. Die brauchen wir jetzt nicht rufen. Borden und Miles. Miles muss uns das Schwein abkoppeln. Ich sage jetzt schon mal Schwein, weil... Miles, hier ist Low. Hören Sie mich? Ja, Boston. Ich habe Sie drauf. Hättest du wohl gern. In deinen Träumen. Weil dieses Ding heißt nämlich Fliegendes Schwein. Ich habe eben nämlich schon mal eine kleine Testaufnahme gemacht, um zu gucken, ob alles richtig läuft. Und da fiel mir das direkt auf. Fliegendes Schwein. Keine Ahnung, das ist anscheinend Codename oder so. Oder Kosename. Wir koppeln das mal ab. Fertig für die Abkopplung der Werkzeugkiste. Ist die Crew aus dem Weg? Crew ist bereit. Vorgang einleiten. Das Spiel gibt es übrigens auch aktuell auf Steam. Ich habe es mir dort geholt, allerdings nur auf Englisch. Aber da ich noch im Besitz der Original-CD bin, habe ich mir einfach die deutsche Sprachausgabedateien rüberkopiert. Und jetzt ist das Spiel komplett auf Deutsch. Also das sollte kein Problem sein. Wie gesagt, ansonsten müsst ihr es leider auf Englisch spielen, wenn ihr nicht das Original irgendwo habt. Aber ich wette da... Alles in Ordnung mit dem Schwein, Cobra? Es sieht süß aus, Boston. Seien Sie einfach nett zu meinem Baby. Ich wette, wenn man da Google befragt, hat man da bestimmt die Möglichkeit, irgendwie an die deutsche Sprachausgabe zu kommen. Low an Landungsteam. Ich nehme das Schwein runter zur Oberfläche. Folgen Sie mir. Seien Sie nett zu meinem Baby, Boston. Haben Sie mich gehört? Wir sind bald zurück, Cora. Vermissen Sie mich nicht zu sehr. Low Ende. So, und da geht's auch schon zum Asteroiden. So, und das Erste, was wir jetzt machen, denn das weiß ich noch, bevor wir jetzt hier irgendwo hinfliegen, nehmen wir uns natürlich die Sachen mit, die im fliegenden Schwein sind. Es ist eigentlich so eine Art Transportgerät mit, ja, ich sag mal, mit Laderaum. Und da gucken wir jetzt mal rein. Was haben wir da Schönes? Ah, wunderbar. So, hier haben wir die beiden Sprengsätze, die brauchen wir auf jeden Fall. So, und ein 0G-Fräser. Ich glaube, das ist so eine Art Bohrer. Und eine Schaufel, die nehmen wir auch noch mit. So, das war's, glaube ich, ne? Mehr haben wir hier nicht. Gucken wir mal gerade, müssten wir alles im Inventar haben. Ein Schlüssel, ich weiß nicht, wofür wir den nachher brauchen. Und hiermit können wir die Sachen dann... Ich gucke mir den gerade mal an, was ist das? Das ist der Schlüssel, mit dem die Sprengsätze scharf gemacht werden. Ah, alles klar. Und der hier? Eine Mischung aus Presslufthammer und Fräsmaschine. Aber fürs All.
Na gut, okay. Denke ich, komme ich mit zurecht. So, mit Rechtsklick kommen wir immer wieder zurück. Und dann würde ich sagen, können wir hier irgendwas machen? Hier können wir gar nichts machen. Wir gehen mal Richtung All. So, wir haben Quadrant 2, Quadrant 4, Quadrant 3 und befinden uns gerade in Quadrant 1. Ich würde sagen, wir fliegen mal zu Quadrant 2 und schauen uns dort mal um. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum wir hier so einfach zu dem Asteroiden hin können, denn theoretisch, es sieht so aus, als würde der einfach stillstehen und gar nicht auf die Erde raufstürzen. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Vielleicht hat er auch einfach angehalten. Aber der muss natürlich zerstört werden, denn es kann immer noch sein, dass er auf die Erdoberfläche stürzt. Zieloberfläche, das schauen wir uns mal an. Dort soll Sprengsatz Alpha platziert werden. Ah, okay, dann machen wir das doch. Sprengsatz Alpha, so. Den machen wir hier hin. Der Boden ist zu uneben, um den Sprengsatz zu befestigen. Ah, okay, da brauchen wir wahrscheinlich dann hier, genau, unser 0G-Fräser. Den probieren wir mal aus. Mal sehen, ob wir Attila noch ein bisschen verschönern können. Ah, so funktioniert das. Jetzt ist es schön und glatt. Okay, dann müssen wir den eigentlich jetzt platzieren können. So, wunderbar. Shuttle, Low hier. Wir platzieren den Sprengsatz in Quadrant 2. Bestätigt. Könnten Sie mir dabei mal helfen, Brink? Ich komme sofort, Commander. Perfekte Arbeit, Brink. Die Ladung sitzt. Bestätige. Ich bin so stolz auf euch, Jungs. Ja, die Sprüche müssen natürlich auch sein. Das ist ja immer so. So, jetzt müssen wir das noch scharf machen. Seht euch das hübsche rote Lämpchen an, Jungs und Mädels. Ich würde sagen, die Ladung ist scharf. Es ist ja fast schon wie Weihnachten hier. So, dann gehen wir mal wieder ins All. Jetzt müssen wir noch zu einem anderen Quadranten. Ich weiß nicht mehr welcher. Wir fliegen einfach mal den Asteroiden ab. Quadrant 4. Fliegen wir mal dahin. Und lasst euch bitte nicht von der Grafik abschrecken. Wie gesagt, das Spiel hat eine richtig geile Story und es gibt nachher Schauplätze, die sind einfach wunderschön und man hat sich wirklich sehr, sehr viel Mühe hier für das Spiel gegeben. So, hier scheint irgendwie gar nichts zu sein. Wir können hier zwar mit den zwei reden, aber das brauche ich jetzt momentan noch nicht. Dann gehen wir mal wieder weiter. Also steht den neuen Adventures in nichts nach hier, dieses Spiel. Definitiv nicht. Das ist immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel. So, mal schauen. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Felsen. Okay, dann schauen wir mal. Können wir den Felsen vielleicht jetzt mit dem 0G-Fräser bearbeiten? Hört mal, Jungs und Mädels. Bei diesem Felsen mit dem 0G-Grabgerät zu arbeiten, ist, als würde man mit einem Teelöffel eine Sanddüne abtragen wollen. Wir lassen uns besser was anderes einfallen. Hören wir mal, was die Einsatzkontrolle dazu sagt. Einsatzkontrolle? Bevor ich davon überzeugt bin, dass wir hier nichts tun können, werde ich Houston bestimmt nicht rufen. Nur mal eine Minute nachdenken. Okay, was haben wir denn sonst noch? Wir haben eine Schaufel, wobei Schaufel im Weltall, ich weiß ja nicht so recht. Jetzt frage ich doch mal, glaube ich, die anderen. Low an Brink. Bitte kommen, Brink. Beziehungsweise Brink. Was können wir denn? Wir können eine Frage stellen, etwas tiefgründig sagen, Gespräch beenden, Maggie. Nuklearsprengsatz, was meint er denn dazu? Ist alles okay mit unserer letzten Ladung, Brink? Ein bisschen einsam, aber es scheint dir gut zu gehen. Okay, eine Frage stellen. Konnten Sie sich den Asteroiden gut ansehen, Brink? Ich habe bisher noch kaum etwas anderes angesehen, Commander. Ist ja gut. So, etwas Tiefgründiges sagen. Na, wie fühlen Sie sich, den Fuß auf eine neue Welt zu setzen, Brink? Attila ist eine sehr alte Welt, Commander. Er ist nur uns neu. Maggie? Was halten Sie von unserer Star-Reporterin? Sehr ungewöhnlich, einen Reporter auf eine Weltraummission mitzunehmen. Aber sie ist sehr kompetent und sie schreibt interessante Artikel. Okay, fliegendes Schwein. Ist das Schwein an der Oberfläche gut gesichert? Ja, Commander. Alle Sensoren sind aktiv und bereit, die Detonationen zu überwachen. Okay, unser Geologe hat keine Idee. Hat sie vielleicht eine Idee? Robbins, bitte kommen, Robbins. Hier ist Robbins. Okay, fragen wir mal. Schon seltsam, nicht? Nukleare Sprengsätze als Präzisionsinstrumente zu betrachten. Ich finde es einen gelungenen Wechsel. Besser als sie als Waffen zu betrachten. Oh, ich verstehe. Das ist der Aufhänger für ihre Story. Atombombe rettet die Welt, statt sie zu zerstören. Das ist viel zu lang für eine Überschrift, Commander. Das klingt dann eher so. A-Bombe rettet Welt. Oder vielleicht A-Bombe sprengt Attila auf neuen Kurs. Ich dachte, es wäre
Außerirdische entführen Raumfahrer, zerstören Erde mit gigantischem Felsen. Mein Beruf scheint Sie zu amüsieren, Commander. Wieso kann ich mit jedem an Bord Witze machen, nur nicht mit Ihnen? Weil die anderen wissen, dass Sie sie mögen, Commander. Ich mag Sie, Robbins. Nein, das tun Sie nicht. Oh, die feine Dame. Okay, wir können noch was sagen. Lassen Sie uns doch irgendwann einmal zusammen einen Asteroiden in die Luft sprengen. Sie sind wirklich ein Romantiker, Commander. Das gibt es doch nicht. Das ist das erste Mal, dass ich einen Scherz mit Ihnen gemacht habe, ohne dass Sie mir den Kopf abgerissen haben. Das war das erste Mal, dass Sie sich nicht über meinen Beruf lustig gemacht haben. Okay, da können wir anscheinend auch nicht viel machen. Wir fragen mal. Haben Sie schon eine Idee für Ihren ersten Artikel? Im Moment schreibe ich den Artikel noch nicht, Commander Lowe. Bringt auch nicht so viel. Ich muss nochmal gerade noch was anderes gucken. Können wir hier eigentlich Untertitel Text anzeigen? Warte mal, das müsste eigentlich gehen. Speichern. So, da ist schon mein Test, den überschreibe ich mal eben. Ja, den möchte ich übersetzen. So, jetzt müssten wir eigentlich... Ja, super, das wollte ich. Hier ist Brink, ich höre Sie. Genau, dann haben wir nämlich den Untertitel direkt schon mit drin in der ersten Folge. Gut. Ja, was mache ich jetzt hiermit? An der Stelle, wo ich den Sprengsatz befestigen soll, befindet sich ein großer Felsen. Tja, der wird wohl nicht passen. Ich probiere jetzt einfach mal... Das bringt nichts. Ich probiere jetzt einfach ein bisschen rum, wie man das ja gerne so macht. Können wir uns den irgendwie noch anleuchten? Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Okay, auch nicht. Das haben wir schon versucht. Oder haben wir das? Moment, haben wir nicht, ne? Das bringt nichts. Okay, direkt anbringen geht auch nicht. Ja gut, dann... Ich habe nicht mehr im Inventory. Probieren wir es mit der Schaufel. Cora, Ken. Ich klemme die Schaufel unter den Felsen und stemme ihn weg, indem ich mit maximaler Beschleunigung gegen den Asteroiden fliege. Könnte das funktionieren? Meine Daten über die Stabilität von Schaufelgriffen in 0G-Umgebung mit maximaler Beschleunigung sind etwas spärlich. Schön. Mit anderen Worten, wer weiß, es könnte funktionieren. Boss, seien Sie vorsichtig. Wenn der Griff zerbricht, werden Sie mit maximaler Beschleunigung gegen Attila geschmettert. Sie kennen doch das Sprichwort. Ob der Stein das Glas trifft oder das Glas den Stein wird's nicht verletzen. Danke für die Ermutigung, Ken. Brink, wenn das hier tatsächlich funktionieren sollte, dann fliegt der Felsen direkt auf Sie zu. Schweben Sie lieber ein bisschen zur Seite. Danke für die Warnung. Sehr gut, das hat funktioniert. Sieht aus, als hätte es funktioniert. Sind Sie jetzt nicht doch froh, dass ich dafür gesorgt habe, eine Schaufel mitzunehmen? Mein Motto ist, wenn du es mitnehmen kannst, nimm es mit. Du weißt nie, wofür du es später noch gebrauchen kannst. Ich habe das gleiche Motto, Cora, aber ich dachte, das gilt nur für Frauen in Bars. Wenn du sie mitnehmen kannst? Vorsicht, Ken! Sie wollen doch nicht als sexistisches Schwein in Maggies Artikel enden. Ich bin nicht hier, um sie auszuspionieren. Lächeln Sie, Robbins. Die wollen Sie nur ein bisschen ärgern. Wenn Sie sie wirklich für einen Spion halten, würden Sie sowas auf der offenen Frequenz niemals sagen. Ja, und da hatten wir gerade das Leitmotto jedes Point-and-Click-Adventures. Wenn du es mitnehmen kannst, nimm es mit. Du weißt nie, wofür du es später noch gebrauchen kannst. Ach halt, wir müssen ja erst wieder hier 0G-Fräser. Nicht nötig. Das Zielgebiet ist bereit für den Sprengsatz. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir direkt den Sprengsatz dran. Shuttle, Low hier. Jetzt platzieren wir den Sprengsatz auf dem Asteroiden in Quadrant 3. Bestätigt. Ich bräuchte hier nochmal Ihre Hilfe, Brink. Natürlich, Commander. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, machen wir das Ding mal scharf. Der Asteroid hat jetzt ein paar Landungsleuchten, Kinder. So, wir sind durch. Steckt die Gabel rein, Leute. Wer schreibt Ihnen eigentlich die ganzen Sprüche, Commander? Ich habe alles aus den Zeitungen. Immer diese dezenten Seitenhiebe, ne? Ich finde das interessant. So, jetzt müssten wir uns wieder entfernen, denke ich. Vom Asteroiden, denn es wird ja gleich etwas laut. Naja, gut. Laut im All. So, dann zurück zum Shuttle, würde ich sagen. Dann sprengen wir das Ding mal in die Luft und schauen, was passiert. Fliegen wir zurück zum Shuttle und beobachten Attila beim alten Feuertanz.
auch interessant zu sehen, ne? Diese Ringe hier an den Knien, sag ich mal, das sind, glaube ich, die Rangabzeichen. Also er hat zwei auf einem, er hat zwei einzeln und sie hat nur eins. Bin mir jetzt allerdings nicht sicher, ob das damit zu tun hat. So, jetzt weiß ich nur nicht, wie können wir den jetzt sprengen? Ich glaube, ich muss tatsächlich... Muss ich jetzt hier mit einem reden? Ich glaube, ne? Mit Borden, ist er dafür zuständig? Ich weiß es gerade nicht. Low an Borden, hören Sie mich? Als stünden Sie neben mir, Boss. Ich glaube, er ist dafür verantwortlich. Beide Ladungen in Position und scharf. Hey, das war eine neue Rekordzeit. Sieht gut aus, Boss. Kommen Sie zurück fürs Feuerwerk. Alles klar. Bestätigen Sie alle drinnen. Bestätigt, alle drinnen, Cora.